Eine blaue und eine weiße Decke, die brauche ich jetzt nicht. Die braucht man, wenn es sehr kalt ist. Stift, um überall lächelnde Gesichter drauf zu malen. Oder um die hässlichen Dinge bunt zu machen. Oder um einfach auf Papier zu malen. Ich möchte gerade nicht malen. Vielleicht kann ich ein Papierschiffchen bauen. Aber nein, ich bin auf einer Mission. Konzentration. Etwas von meiner Kleidung für Aufführungen. Ich ziehe mich gerne für jede Aufführung anders an. Das sorgt für mehr Charakter. Da unten sind die Schlüssel. Ah, diese Jacke. Die muss ich immer anziehen, wenn ich nach draußen gehe. Aber dann kann ich nicht mal spielen. Sie ist also nutzlos. Ah, mein gelbes Kleid ist hübsch. Ich versuche nicht so viel zu wachsen, damit ich es für immer benutzen kann. Weil wenn ich größer werde, kann ich es als Shirt benutzen. Hast du schlimme Dinge getan? Darum hast du Hausarrest, junge Dame. Du kommst jetzt noch nicht raus. Nein, nein. Alter, ist das durch. Ganz ehrlich. Was ist hier los? Meine Schlüsselsammlung. Ich hoffe, ich kann die andere Fran jetzt befreien. Eine Kiste mit einer unglaublichen Schlüsselsammlung. Viele Schlüssel. Gut, dann benutzen wir das mal. Schauen wir mal. Welcher Schlüssel? Probieren wir den mal. Passt nicht. Versuchen wir einen anderen. Passt nicht. Versuchen wir einen anderen. Vielleicht der. Passt auch nicht. Aha, aufgeschlossen. Danke sehr, Fran. Du hast wirklich viele Schlüssel da drin. Ja, du nicht? Oh, Fran, bevor ich es vergesse. Palantras hat mir gesagt, dass ich dir das hier geben soll, wenn wir uns jemals treffen sollten. Hier, ich glaube, das hilft dir, etwas zu öffnen. Okay, cool. Palantras, du kennst ihn auch? Wow, danke. Ja, er hat mir auch gesagt, dass du bereit wärst für das, was kommt, wenn wir uns treffen. Was? Bereit für was? Sag es mir. Oh nein, ich kann nicht. Sie kommt. Sei still. Komm schon, Fran. Du musst jetzt den Doktor sehen. Nein, geh nicht, kleine Fran. Wir haben Dinge zu besprechen. Die Krankenschwester ist eine böse, böse, böse Krankenschwester. Sie hat in der Zeitung über mich gelogen. Egal, ich muss das Monster finden. Es hat bestimmt Mr. Midnight mitgenommen. Aber niemand nimmt mir mein Kätzchen weg. Niemand. Puh, uiuiui. Okay, fassen wir bitte gerade mal kurz alles zusammen. Ich muss gerade mal wirklich ein bisschen Klarschiff in meine Gedanken bringen. Also, wir haben gerade unsere kleine Fran getroffen, ja? Das heißt, wir, ich weiß nicht, wie alt die da war, vielleicht 6, 7, 8, irgendwie sowas. Und die war schon damals in der Anstalt. Und hat damals schon von Edward geredet und, ne? Und wir sind jetzt die größere Fran, die angeblich erst nach dem Tod von ihren Eltern in die Anstalt gekommen ist. Und dann ausgebrochen ist, um Mr. Midnight zu finden. Mr. Midnight ist aber angeblich tot und sie bildet sich das alles nur ein, weil sie krank im Kopf ist und sie sich vielleicht traumatisiert ist. Ne, das ist so das, was ich gerade denke. Und sich aber jetzt irgendwie an die Gedanken klammert, die sie als Kind schon hatte, in diese Welt flüchtet, in der sie als Kind vielleicht schon geflüchtet ist, mit Edward und Palantras, die sie sich als Kind vielleicht schon ausgedacht hat. Und sie sich daran festhält, weil diese ganzen traumatisierenden Erlebnisse einfach zu viel sind. So, wie passt jetzt aber das Ganze in der realistischen Welt zusammen? Sprich, was wird hier gespielt von Tante Grace? Was ist mit Dr. Dean? Und, ne, also ich gehe gerade mal davon aus, dass Tante Grace ihre Eltern umgebracht hat. Warum auch immer sie das machen sollte. Ich weiß es wirklich nicht. Und Dr. Dean ist Arzt, eigentlich aber einer der Guten, der irgendwelchen Verschwörungszeug oder was weiß ich, von diesem Dr. Oswald oder irgendwelchem kranken Scheiß auf die Schliche gekommen ist und jetzt versucht, die Wahrheit zu entdecken. Weil, ne, aber was ich mich frage ist, warum... Ah, okay, Moment mal. Vielleicht haben die gelogen, dass Fran tot ist, damit sie mit ihr Experimente machen können. Dr. Dean hat das so langsam rausgefunden, nachdem Fran abgehauen ist und jetzt versucht er, die Wahrheit rauszufinden. Boah, ich weiß es echt nicht. Das sind gerade so meine Gedankengänge.
Puh, das ist schwierig. Ich bin echt gespannt, wie es noch weitergeht, was kommt, was passiert. Und vor allem freue ich mich darauf, wenn andere Let's Player das Spiel auch spielen und durchhaben und dann selbst ihre Theorien erzählen. Weil jedes Mal, ne, wenn ich mir so ein Let's Play angucke, eine Folge, und da Dinge gesagt werden, dann denke ich mir so, na klar, voll offensichtlich, das könnte auch so und so sein. Ne? Andersrum denke ich mir dann aber, dass ich Dinge dann auch erkenne, die die halt nicht erkennen. Versteht ihr so, je mehr Leute darüber sich Gedanken machen, desto mehr kommt irgendwie raus. Und deswegen finde ich sowas mal super interessant. Puh, schwierig. Ich bin gespannt. Meine Hausschuhe. Ich trage sie gerne, wenn es draußen regnet. Außerdem am Wochenende, wenn ich nicht zur Schule muss. Wie auch immer, um Mr. Midnight zu retten, brauche ich sie nicht. Na gut. Ich will nie wieder auf diesem Bett liegen. Ich hatte Besseres vor, als angekettet darin aufzuwachen. Wie auch immer, ich werde mein Kätzchen finden und nach Iterster gehen. Ich will nie wieder. Achso. Also will sie jetzt doch nach Iterster. Erst wollte sie nach Hause, jetzt will sie nach Iterster. Okay, das hatten wir schon. Die Uhr. Was haben wir hier noch? Die Puppe liest gerne viel. Das weiß ich, weil ich es ihr beigebracht habe. Ich wette, sie kennt all die Geschichten aus den Büchern schon auswendig. Ich sollte ihr das Sprechen beibringen, damit sie mir Geschichten erzählt. Stifte, Zwergin, Teddy, Ballerina. Ja, alles an Ort und Stelle. Mr. Midnights Bett. Ich kann ihn fast schnurren hören. Oh, das ist komisch. Das Bett ist noch ein bisschen warm. Das heißt, er war vor nicht allzu langer Zeit hier. Mr. Midnights Bett. Okay. Der Nussknacker steht Wache. Ich glaube, er hat Angst vor Frauen, weil er mich manchmal ohne Grund beißt. Okay. Ein Puppenhaus. Ach, guck mal, da ist auch so ein Tannenzweig hier. Okay. Ist das ein Minispiel? Ich habe die Königin aus den Spielkarten meines Vaters gerettet. Ich musste aber ihre Zwillingsschwester rausschneiden. Die andere Königin ist jetzt tot. Aha. Interessant. Ja, durchaus. Ist da ein Schlüssel hinter? Ist da hinten etwas? Ja, ich glaube schon, Fran. Dieser hier ist Albert und er mag relative Dinge. Es ist bequem zu denken, dass alles relativ ist, insbesondere wenn man keine direkte Antwort hat. Das hier ist Tesla, er spielt gerne mit Energie. Ich habe mal geträumt, er bestünde aus Donner. Er war der Donnermann, Superheld. Okay, eine Wäscheklammer. Ich behalte das kleine Klavier, um schöne Melodien zu spielen. Das kleine Klavier, ich habe es vor einiger Zeit selbst gemalt. Okay, was haben wir hier noch? Oh, ich habe das Papier abgerissen. Ist dahinter etwas? Ja, ich glaube schon. Können wir das mit dem Messer nicht machen? Oh, aha, ein Schlüssel. Ich wette, der öffnet irgendwas. Da fällt mir ein, dass wir auch noch hier das haben, ne? Dieser Schlüssel war im Puppenhaus versteckt. Okay, packen wir dich mal wieder rüber. Alles an Ort und Stelle, bitte. Meine Mutter malte mir diese Blume. Ich habe eine Freundin mal belogend gesagt, ich hätte sie selbst gemalt. Aber dann habe ich ihr die Wahrheit gesagt und sie sagt, es ist okay. Süß. Ich trinke nicht so gern Limonade. Dann grummelt mein Bauch so. Ein Lehrer hat mal ein Instrument gebastelt mit vielen Kronkorken daran. Dann haben wir eine Band gegründet. Schön. Schule und blöd zusammen. Wie cool. Okay. Hier kann man. Ach, okay. Warte mal. Was ist das denn? Enchi? Weiß ich nicht genau. Kann ich nicht sehen. Ich habe dieses Gemälde aus dem Puppenhaus eines Freundes geklaut. Danach habe ich ihn nie wieder zum Spielen eingeladen. Hauptsächlich, weil ich ihm nicht zeigen wollte, was ich ihm geklaut hatte. Die Tür zum Puppenhaus. Ich brauche gerade keine Streichhölzer. Okay, belassen wir das gerade mal dabei. Ich liebe dieses Bild von Mr. Midnight. Er sieht so verwirrt aus. Mami und ich haben an diesem Tag Sandwiches gegessen. Ich glaube, Mr. Midnight hat ein paar Insekten gefressen. Ach, Mr. Midnight sieht so süß aus. Boah, ich bin wirklich verwirrt und frage mich, was da abgeht. Die große Puppe, die Papi und ich gemeinsam gebaut haben. Ihr Name ist Piwan und sie ist gerne nackt. Sie hatte mal ein Kleid, aber sie hat es verbrannt.
Die Töff-Töff-Eisenbahn zu fahren ist super toll. Sie singt die ganze Zeit Töff-Töff. Und dann gibt es einen Unfall und man stirbt. Boah, Fran, was ist denn los mit dir? Okay. Ah, ich liebe diesen Comic. Ich mag es, wenn das Alien das Mädchen auf einen anderen Planeten bringt. Es ist immer toll, neue Orte zu entdecken, wie Terstar. Kill Monday. Natalia Figueroa. Ich frage mich, ob das eine von den beiden Entwicklern ist. Kill Monday ist ja das. Von denen ist das ja. Ich mag es. Ja, okay, das hatten wir ja schon. Was zum Henker. Wow, die Dinge haben sich ein wenig verändert. Das Haus sieht so alt und blutig aus. Ich frage mich, was in der Straße passiert ist. Ah, ein Kamala. Fiese Kreaturen. Armer Baum. Er war bestimmt traurig, dass ein Kamala an ihn genagt hat. Ich weiß, dass Kamalas kein Wasser mögen. Entschuldigung, ist da unten jemand? Ja, ich bin jemand. Hallo? Hast du eine schwarze Katze gesehen? Nein, ich habe keine Katze gesehen. Aber etwas Schwarzes nagt gerade an mir, das sehe ich. Nagt an dir? Das ist bestimmt ein Kamala. Geht es dir gut? Nein, nicht wirklich. Ich fühle mich nicht gut, ich bin traurig. Nun, ich könnte dir vielleicht helfen. Ich habe schon mal einen Kamala verscheucht, ganz alleine. Wirklich? Das klingt vielversprechend. Ich wäre gerne wieder glücklich. Mal sehen, was ich tun kann. Keine Sorge. Ach je, okay. Na gut. Dann gehen wir mal wieder hinein. Hier haben wir ja den Kleiderschrank und das Bett. Und das hatten wir ja genauso auch in der Anstalt gesehen, ne? Was bedeutet das? Ich bin voll verwirrt, ob sie jetzt wirklich hier bei Tante Grace ist oder ob sie nicht doch in der Anstalt ist. Das ist so verrückt. Ich trinke gerade mal einen Schluck. Entschuldigung. Okay, ja, gucken wir uns gerade mal hier den Schrank an. Okay. Ah, das ist Alice aus der Schule. Wir spielen gerne zusammen. Alles klar. Alice im Wunderland oder so vielleicht? Sie erzählt mir Geschichten von einem Land, das sie manchmal besucht. Wir haben so viel Spaß, um zusammen Dinge auszudenken. Jo, weißt du Bescheid, ne? Mit der Grinsekatze, das ist... Alles klar. Ich benutze diesen Spiegel, um mein wunderschönes Gesicht zu sehen. Außerdem, um meine Haare zu kämmen und zu sehen, ob die Klamotten passen. Manchmal starre ich mir lange in die Augen und bekomme Angst. Mein Sommerhut. Er passt mir nicht mehr, mein Kopf ist zu groß. Meine Mutter hat immer gesagt, dass das so ist, weil ich ein großes Gehirn habe. Aber ich frage mich, ob das gut oder schlecht ist. Wer weiß? Ich glaube überhaupt nicht daran, dass man das Meer in einer Muschel hört. Ich glaube, das macht alles mein Ohr. Wie auch immer, sie ist hübsch, ich mag sie. Ih, da sind überall Katzenhaare dran. Daran lecke ich nicht. Viele Süßigkeiten im Glas. Ich nehme meinen Schlafsack, wenn ich Mr. Midnight gefunden habe, damit wir in die Terstar auch irgendwo schlafen können. Ich hoffe, Edward holt mich bald ab. Ich will hier nicht mehr sein. Okay. Meine Butterbrotdose, die könnte ich noch gebrauchen. Meine Schultasche. Okay. Hallo, guck mich nicht so an. Wir hatten eine Abmachung. Du bleibst hier, bis ich erwachsen bin. Weil Erwachsene keine Angst vor Puppen haben, glaube ich. Okay. Mein hübsches Pfirsichkleid für sonnige Tage. Der Mantel für windige und kalte Tage. Das Sommerkleid, es hat einen großen Knopf. Und das da? Kannst du nicht? Okay, na gut. Nur ein normaler Schal, der macht, was normale Schals so machen. Die Schuhe, sie bedecken gerne meine Füße. Sieht so ein bisschen aus hier wie von unserem, Dings, ne? Tänzer, wo wir die Schuhe vom Tänzer geklaut haben. Diese erinnern mich an den großen Tänzer in East Herster. Ich frage mich, ob er ohne Schuhe auch tanzen wird. Boah, ich merke gerade, dass ich irgendwie in den letzten Sätzen so total am Lispeln bin und gar nicht die Wörter richtig aussprechen kann. Wenn man so lange am Stück redet, ist das ein bisschen schwierig. Es tut mir leid, dass ich so verwurstelt rede. Oh, was haben wir hier? Luftballons. Ballons in vielen Farben. Na gut. Gucken wir uns mal hier die Tür an.
Ich kann mich nicht erinnern, die Tür weggetan zu haben. Wie komme ich denn jetzt raus? Ich kann nicht durch Wände gehen. Wenn ich Mr. Midnight finden will, muss ich die Tür finden. Okay. Gut, gucken wir uns das gerade mal an. Die kleine goldene Kiste hatte es schwer. All die Schreie und die Popel machten mich verrückt. Ich drücke ihm an den Ohren. Wow, ich habe gerade einen ziemlichen Einsturz der Frames. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hallo, 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 hallo. Sorry. All die Schreie und die Popel machten mich verrückt. Ich drücke ihm an den Ohren. Erst zweimal links und einmal rechts. Ich reibe sein einziges Auge zweimal, um zu sehen, ob es Tränen gibt. Ich nehme ihn beim linken Ohr und schreie: Hör auf zu weinen, du kleine goldene Kiste. Drück deine Augen nochmal und öffne die Tür. Gut. Kombinieren. Gucken wir uns das mal an. Ah, okay. Nochmal. Also, die Kleidung hat es schwer. All die Schreie und die Popel machten mich verrückt. Ich drücke ihm an den Ohren. Erst zweimal links, einmal rechts. Das Auge zweimal. Ich nehme beim linken Ohr und schreie auf zu weinen, du kleine goldene Kiste. Drück dein Auge nochmal und öffne die Tür. Verstehe ich nicht so ganz. Ich probiere es gerade mal aus. Also, zweimal hier. Einmal rechts. Und dann macht sie irgendwas nochmal. Okay, zweimal links, einmal rechts. Nochmal untersuchen, ne? Dann zweimal das Auge drücken. Das linke Ohr. Und dann das Auge, oder wie? Nochmal. Okay, links, links, rechts. Auge, Auge, links, Auge. Oh mein Gott, sie ist offen. Ich bin toll. Was ist das? Ein Schlüssel in Katzenform. So hübsch. Und was haben wir hier? Mabuka, Mabuka. Wach auf, Mutter Mabuka. Das gehörnte Kind spielt mit dem Licht. Die Walokas sind wütend und leuchten zu hell. Mutter Mabuka, wach auf und gib das Kind auf, bevor die Dunkelheit in den Händen des Lichts endet. Mabuka muss aufwachen. Bauen wir die Ekok-Uhr auf dem Rücken der großen Katze. Zu stark sind die Blasen und zu hell ist das Licht, schrie sie. Ich, Mabuka, die Mutter der Dunkelheit, werde mein Herz öffnen. Bitte nehmt mein kleines, gehörntes, böses Kind und macht die Lichter aus. Okay. Ich glaube, ich muss Mabuka aufwecken. Warum sollte mir Palantras das geben? Es muss wichtig sein. Ich muss das bauen. Übrigens ist das von Cockwin, dem Uhrenwacher. Okay, wir brauchen Glühbirne, Wecker und eine Flasche mit Wasser. Zeit von der Kuckucksuhr. Können wir nicht mehr mitmachen. Hier eine Glühbirne von nehmen. Klappt nicht, ne? Seife, ein Handschuh und ein schwarzes Kabel. Können wir hier vielleicht... Nee. Meine Schultasche. Können wir das vielleicht... Nee, das passt nicht. Das. Nee. Das. Okay. Aha. Gut, dann können wir das benutzen. Supi, das klappt sogar. Was auch immer dann damit passiert. Okay, alles klar, wisst ihr Bescheid. Leute, gucken wir mal, ob wir hier raus können. Ja, können wir. Puh. Was zum... Jesus Christ, sind wir jetzt in einem Puppenhaus? Boah, Leute... Das ist so... Alter, okay. Okay. Gucken wir gerade mal. Was für ein großes Auge. Was guckst du dir an? Guckst du dir mein schönes Gesicht an? Kenne ich dich? Du kommst mir bekannt vor. Fran, ich glaube, das bist du selbst. Ha, ein Schlüssel, der abgeschlossene Dinge aufschließt. Okay, wir haben jetzt schon zwei Schlüssel. Probieren wir es einfach mal. Der Schlüssel passt nicht.
Gut, probieren wir es hier mal. Dort passt er auch nicht. Was ist hier? Ich kann die Tür nicht aufschließen. Das ist der falsche Schlüssel. Dann probieren wir es doch mal bei der Tür. Das hat geklappt. Super. Alter, ist das durch. Aber das ist von Edward, ne? Edward hat seinen Hut vergessen. Oder der Hut hat ihn vergessen. Oder vielleicht kann der Hut nicht ohne Kopf existieren und umgekehrt. Das heißt, dass nichts echt ist. Wow. Das ist... Ja, wow. Irgendeine Nummer, okay. Was haben wir hier? Im kleinen Haus. Oh, eine kleine Nachricht in der Tasche. Das kleine Haus. Oh, verstehe. Okay. Ich so nicht ganz so. Ich glaube, das ist nicht angemessen. Entschuldigung. Achso. Entschuldigung, aber ich brauche diesen Schlüssel. Ich möchte viele Türen öffnen. Sag deinem Freund, er soll nett sein und seinen Mund öffnen. Das wird er nicht. Tut er nie. Außerdem sind seine Zähne verstärkt. Es wird schwer, den Schlüssel zu nehmen, ohne dass er es merkt. Verstärkte Zähne? Verstehe. Mal gucken, wie ich an den Schlüssel komme. Und wer bist du, wenn ich fragen darf? Nun, ich bin Fran. Schön, dich kennenzulernen, Fran. Ich bin Roberto. Willkommen in Mabukas Hütte. Mabuka? Wer ist Mabuka? Du weißt nicht, wer Mabuka ist? Nicht? Geh jetzt. Geh einfach. Aber Roberto, ich war noch nie hier. Verurteile mich nicht, weil ich es nicht weiß. Sag mir lieber, wer Mabuka ist, dann weiß ich es. Okay, okay. Mabuka ist die Mutter der Dunkelheit. Die dunkelste Dunkelheit, das Dunkel, das Ende des Lichts. Mabuka ist die Mutter aller Kreaturen der fünften Realität. Was? Bin ich in der fünften Realität? Ich dachte, Rema wäre hier der König. Ah, Rema, der schreckliche Schwarze, der Sohn der Dunkelheit. Niemand mag ihn sehr. Du solltest jetzt gehen. Ich habe genug gesagt. Okay. Ich komme eh später wieder. Ich brauche den Schlüssel. Oh, seltsame Gemälde an einem seltsamen Ort. Das ist in der Tat sehr seltsam. Die Augen beim Blutstränen. Das ist traurig. Okay, einen Schlüssel können wir gerade noch nicht dran.